hier in Deutschland noch nie gesehen. Und gerade dieser Wasserpegel, die ja gestiegen ist in dieser Kürze der Zeit, das war so heimtypisch, da hat kaum jemand eine Chance. Und jetzt geht es darum, dass man koordiniert vorgeht. Es gibt so viele Helfer. Und was die Landwirte hier machen, was die Unternehmer machen, das ist so beispielhaft. Das ist einfach Solidarität. Und die setzen Geld, Zeit, Gerätschaften, vieles ein. Und da will ich wirklich sehr, sehr Danke sagen. Und jetzt müssen wir schauen, es fehlt Gummistiefel, es fehlt an Arbeitsschuhen, an Handschuhen, es fehlt an Taschenlampen, dass man runter in den Keller kann. Also, Stichwort Koordination, also die Landwirte haben mir jetzt auch berichtet, dass, sage ich mal, heute das erste Mal tatsächlich auch Rettungskräfte vor Ort gewesen sind, Rettungssanitäter. Vorher haben die das alles selbst geregelt. Warum kommt das nicht so an? Was haben Sie an Informationen? Es zeigt das Ausmaß dieser Katastrophe. Wenn Sie in den Dörfern hier unterwegs sind, wenn Sie überhaupt durchkommen, dann sehen Sie das an jedem Ort. Katastrophale Zustände sind. Da müssen sie erstmal durchkommen. Und die Koordination kann sein, dass auch die Kommunalen mitunter verständlicherweise auch so viel auf ihren Schultern gerade tragen. Ich war jetzt beim Bundesamt, die für Bevölkerungsschutz und Krisenhilfe zuständig sind. Die koordinieren, die bieten die Hilfe an, um besser zu koordinieren. THW, Bundeswehr, Polizei, alle jetzt. Natürlich werden wir aus diesen Erfahrungen auch unsere Lehren ziehen müssen. Also es ist angefangen bei den Kommunen über das Land hin zum Bund. Es gab Warnungen, Vorabwarnungen, Katwarn hat funktioniert. Aber die Frage ist immer, mit welcher Intensität was auch wahrgenommen worden ist. Ich kann jetzt noch keine Analyse machen. Jetzt hat es ja, ist ja so, dass die Landwirte, sag ich mal, jetzt mehr oder weniger komplett auf eigene Kosten jetzt versuchen, hier Landmaschinen anzubringen, Räumfahrzeuge anzubringen. Ich sag mal, Reifen gehen noch und welcher kaputt, das sind alles so Beispiele. Mir ist gesagt worden, wenn das jetzt noch tagelang, noch Wochen so weitergeht, dann gehen diese Betriebe, diese ganzen landwirtschaftlichen Betriebe auch allesamt erstmal pleite, dann ist das Geld einfach nicht mehr da, weil die das ja erstmal ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir wegen der Reifen pleite gehen, aber ich weiß, das sind Kosten. Aber wir müssen ein bisschen auch, wenn Sie berichten, pleite gehen wegen der Reifen, da würden sich die Herren auch dagegen nicht wehren. Wegen der Reifen, aber wegen allem, was diese Landwirte investieren. Aber was können Sie uns denn sagen, ob es denn in irgendeiner Form da eine Entscheidung oder irgendeine die jetzt erst die ganzen Betriebe, die auch wichtig sind für die ganze Region, was können Sie denn sagen, ob man da irgendwie eine Lösung finden kann, um diese finanziellen Aufwendungen wieder aufzufangen? Jetzt kümmern wir uns um die Menschen, und da bin ich auch dankbar, dass die Landwirte Verständnis dafür haben, die nur ihr Nachthemd abkommen und alles andere verloren haben. Die haben noch nicht mal eine Zahnbürste. Und darum kümmern wir uns, dass wir Geld auszahlen für die, die jetzt erstmal das brauchen, was wir beide am Leib haben, haben viele überhaupt nicht. Und darum kümmern wir uns. Und dann kommen die nächsten Schritte. Wir werden am Mittwoch im Kabinett über die Hilfen sprechen, die Soforthilfen sprechen. Das wird lange Zeit dauern, bis hier wieder aufgebaut ist. Also Milliarden werden wir investieren müssen. Ich kann nur sagen, auch für die Landwirte, die im Übrigen betroffen sind, auch hier in der Region, die haben komplette Ernten verloren. Deren Viehbestände sind ertrunken. An Futter ist überhaupt nicht zu denken. Wir haben jetzt einige Hilfsbörsen, aber ich habe auch mit dem deutschen Bauernpräsidenten gesprochen, Stichwort Schorlemmer Stiftung. Aber Sie können davon ausgehen, dass ich als Bundeslandwirtschaftsministerin für Mittwoch im Kabinett schon einiges angemeldet habe zu dieser Frage. Und deshalb bin ich dankbar, dass gerade die Landwirte sagen, wir kommen jetzt nicht her, um erst geklärt zu haben, was wir finanziert kriegen, sondern wie wir helfen können. Und darum, glaube ich, geht es uns allen, auch den Journalisten, schätze ich. Gut. Genau, und mein Bagger ist heute das zweite Mal schon leer. Das hat gestern noch wunderbar geklappt, das war eine Katastrophe. Ja, Diesel. Da werden die Leute hingeschickt, muss wunderbar klappt, das ist nicht zu fassen, echt. Ja, nichts dafür. Keiner kann was dafür. Nee, die Bundeswehr macht einen Standort auf für Diesel. Machen Sie mich mal jetzt hier so an. Ja. Also, ich höre jetzt auf zu filmen. Also ich kann nur aus meiner Sicht sagen, Frau Klöckner hat sich unsere Probleme angehört. Und es gibt ja nicht viele Politiker, die jetzt hier wirklich vor Ort sind. Frau Klöckner will gleich mit uns hier noch runtergehen. Und das ist auch nicht ihr Ressort, weshalb sie hier ist. Ne? Also man muss schon sagen, sie organisiert uns Gummistiefel, sie hat Dixi-Klos organisiert. Das ist wenigstens jemand, der sich kümmert. Das möchte ich aus meiner Sicht jetzt sagen.
Und sie ist eben auch ziemlich angegangen worden. Ich kann das auch nachvollziehen, weil sie nun mal die Erste ist, die hier unten ist. Das muss man auch klipp und klar sagen. Sie ist die Erste, die sich hier den Anwohnern zur Rede stellt. Und dass dann hier ein Anwohner unfreundlich wird, kann ich auch komplett nachvollziehen. Und wie gesagt, es ist nicht ihr Ressort, weshalb sie hier ist. Sie ist Landwirtschaftsministerin. Und ich finde es ein sehr gutes Zeichen für uns Landwirte, dass sich auf jeden Fall jemand mal dazu bekennt, dass hier die Landwirte diejenigen sind, die den Schlamassel hier aufgeräumt haben und den Leuten hier erste Hilfe geleistet haben. Also hier kommt jetzt gleich Feuerwehr. In der Nachbargasse ist wohl wieder eine Leiche gefunden worden. Es ist hier alles noch nach 5 Tagen immer noch nicht erforscht alles. Man hat ja auch keinen gesehen. Hier sind, glaube ich, noch keine Hunde durchgegangen und so. Das ist alles, aber das ist nicht Frau Klöckners Schuld. Wie gesagt, bei ihr möchte ich mich bedanken, dass sie hier hingekommen ist und Solidarität gezeigt hat. Also klipp und klar, Dankeschön. Und es hätten sich hier andere Menschen blicken lassen müssen, die wirklich Verantwortung haben. In dem Sinne, bis später.